Haben es 3:16 Uhr. Ich habe die Knicklichter Seit 12 Stunden schon wach. Warten jetzt auf unsere Bahn, die uns zum Hauptbahnhof befördert. Nicht ganz, aber so etwa. Mit ca. 150 Kilo Gepäck. Also mit Fahrrad, mit allem. Und dann fahren wir zum Hauptbahnhof, steigen den Zug ein um 5. Dann geht's los nach Winterberg. Naja, nicht ganz. Wie? Ja, wir chillen gerade hier auf der am Tachauer Bahnhof und warten auf die Vier, die uns zu dem Hauptbahnhof begleiten. Was ist denn Winterberg in Motorrad und geben wir mal? Ja, na klar sind wir jetzt unterwegs. Ich habe gesagt 5 und noch was kommt dazu. Weil unsere Bahn nur so kommt, weil die nächste erst 4.45 Uhr kommt oder so. Frag mal, ob der mitkommen will. Nur, der kommt jetzt bestimmt mit. Alter! Gut, wir brauchen noch Filmstuff. Sorry. Was? Wo hast du jetzt hier? Freizeit und Aktion. Schönes Wochenende. Ach, Scheiße, nee, ich hab. Ah, doch. Heute? Mit Fahrradkarte 4 Stück. Wieso denn 4 Stück? Na, das ist jetzt erstmal nur unser. Vier Leute sind. So, haut ja, aber wieso 4? Wir können noch 5 machen, oder? Bisschen oder weniger? Naja, das weiß ich auch, aber der Tom, der ist schon sicher. Jetzt kommt Sigrid raus und wir können uns überfreuen. Und wir müssen es glaube ich noch lösen. Ja, und ist das jetzt hin und so? Nein, das lassen wir nur. Also mit 5 oder hin und her? Das ist kein Hauptpartner. Was ist denn das? Mach mal die Musik aus, das ist nervig. Es ist jetzt 5:30. Und was ist das? Von deiner Mutter. Nächster Halt, Dresden-Neustadt. Übergangsmöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr und zum öffentlichen... Hier ist ein Maul. Meine, nein! Vergiss es! Kannst du mal schön anrufen, bevor du vorbeikommen kannst, was trinken. Guck mal so aus dem Fenster, ich mach mal eine normale Larve. Guck mal aus dem Fenster. Jetzt aus dem Fenster gucken, das Licht ist perfekt. Und Partner nie kommen. Ja, halt mal deine Lauge. Was die? Polizei der BMX. Geht das jetzt raus? Ja, muss raus oder die anderen. Nein, das ist ja nicht von uns, das ist ja BMX, das ist ja von dem Kollegen. Nee, du hast aber jetzt erstmal die Licht verwechselt und jetzt legst du deine grüne Karte. Das hat in der WG aber anders gelernt. Du rubbel ja auch kopflos. Ich bin ja schon seitdem ich Ja, genau. Naja, also seit kurzem. So, jetzt müsste ich plus 4 ziehen. Jetzt lege ich nochmal plus 2 ziehen dran. Hier, raus. Ich will nicht mehr. Hast du noch nichts bestimmt wieder drauf? Gut. Na, warte. Sind hier wie weit? Oh, das ist doch wie weit. Wuffernetze. Also, wir sind. Nee, also, wir sind jetzt gleich in Winterberg. Nur noch wenige Kilometer. Dann haben wir uns dann viel Spaß, haben es bald geschafft. Genau, und nach 10 Stunden der Akku ist fast leer, wenn wir mal scheiße, der Akku ist fast leer. Scheiße, der Akku ist fast leer, Arsch. Ja, schon. Also, holst an! Er hat viel Schwung, er soll auf den ersten Kicker zu! Kicker vor allem. Deckflug, Tailwhip und der letzte Frontflug, hier gestanden! Hab ich nicht umsonst Urlaub in Winterberg gemacht! Okay, was nochmal an deine Hände, nochmal an meine Hände, dann. Du bist geil, Alter. Ich hab schon endlich keine Probleme mehr, ich bin so froh, ey. Aber übelst viele Kumpels hatten von mir den auch immer und der hat immer übelst geschliffen, ey.
Deswegen ist es ja auch eine Kettenführung. Kettenführung schleift immer ein bisschen. Und haben wir bei dir. Weil du kannst ja keine Kettenführung bauen mit so einem breiten Kasten, damit sie hinten schräg läuft. Hm. Und dann musst du ja immer hier in dem schmalen Kasten an, damit es auch ein bisschen drauf kannst. Das ist normal. Deswegen sind sie ja aus Kunststoff und nicht aus Metall. Ach so, stimmt, so wirst du ja die Kette abschleifen. Was ist das denn so? Dort ist der Rahmen, den er sich bestellt hat. Oh. Intens ist es doch. Geil, ey. Übelst leicht, Alter. Übelst geil. Also die haben so einen Traumjob hier, die Typen, ey. Ich würde so gern mit euch tauschen. Ich fang mal an. Wie gesagt, dann kommst du aber nicht mehr viel zum Fahrradfahren. Das würde ich mir gut. Ja, ihr habt doch schon wohl 2 Tage die Woche frei, oder? Bei einer 7-Tage-Woche? Hier hast du dann 2 Tage frei. Ach so, na gut, Samstag. Schade. Wenn die Alter, was, wo ich echt Respekt sage, die Jungs oben am Lift, die Bikes immer entgegennehmen. Mhm. Alter, das ist doch bestimmt so belastend. Hast du das auch schon mal gemacht? Ja, klar. Das ist bestimmt übelst scheiße, oder? Das ist übelst anstrengend und so, oder? Das geht. Du musst immer. Danke, bitte, danke. Das ist wie ein Forstarbeiter, der den ganzen Tag die Motorsäge hoch und runter schwingt. Mhm. Genug Jobs. Das seid ja Forst-Bike-Arbeiter. Und ein Kfz-Mechaniker, der den ganzen Tag die Motorblöcke wechseln muss. Hm. Auf jeden. Ich muss nur Bock, dass du ein Brötchen fährst noch. Ich muss nur kochen. Schön, was machst du? Sprich die Schulbank. Ich schlaf das. Habt ihr wieder mal die Mariam angeboten? Nee, ne? Nein. Ach schade, letztes Jahr gab sie für 30 Euro. Gibt es diese Saison irgendwelche Reifen im Angebot? Ranking. Ranking? Mhm. Wie teuer? Ersatzpreis hatten wir ein Festivalsangebot, das können wir zwischendurch mal machen. Für 80 Euro. Das hat nur ein Messer. Ah, hier, Evid Bremsblöcke. Belege. So, wie alles?